Geht's los, Alex? Yo, hi Leute, wir sind jetzt hier beim 125 Event im Jahr 2017 und wir gucken mal, wie es dieses Jahr so ist. Yo, hi Leute, wir sind dieses Jahr wieder auf dem 125 Event von Yamaha. Diesmal zweite Version, beziehungsweise eigentlich dritte, weil letztes Wochenende war er schon im Padbock Park. Jetzt sind wir wieder hier am Hockenheimring und neben mir habe ich einen, der ist, wie viele Kilometer bist du angereist? 200. 200, ihr habt auf dem Campingplatz gepennt, hast du gerade gesagt? Ja, ohne Isomatte. Ohne Isomatte, ja, also hier wird Leid in Kauf genommen, nur um dabei zu sein. du hast jetzt eine etwas ältere DT, sag ich mal so. Ja, DTX. Bist du vorher schon was Größeres gefahren? Nee, noch gar nicht. Ja, dann wird das heute drauf. Für dich wahrscheinlich mal Premiere. Premiere, super. Ja. Dann werden wir nachher nochmal auf dich zukommen, denke ich. Alles klar. Und dann schauen wir mal, wie dein Gesicht aussieht danach. Ob du grinst oder weinst vor Freude. Wahrscheinlich beides. Okay, dann sag ich mal, bis später. Jo. Ja, mir geht's gut. Also die Sonne ist schön. Ich krieg schon wieder einen Sonnenbrand. Ich glaube, ich muss mich erstmal einkriegen gleich. Frauen! Ja, das ist krass. Also ich habe jetzt glaube ich schon 4, 5 Mädels gezählt. Ja, das war in den letzten Jahren nicht. Ja, dann frage ich doch mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Du bist auch dabei heute? Ja. Von wo bist du angereist? Von Roth bei Nürnberg. Das ungefähr 2 Stunden. Ungefähr 2 Stunden. Bist du heute Morgen losgefahren, oder? Nee, gestern. Gestern? Weil mein Bruder schon auf der Rennstrecke gestern war. Ah, sehr gut. Und okay. Wir haben das quasi als Vatertagsgeschenk gemacht. Also wir haben uns einen Anhänger gemietet und sind dann mit dem Motorrad dann hierher und haben dann quasi, gestern war mein Bruder dran und heute bin ich dann dran. Okay, aber bist du schon mal größer dann gefahren wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die Familie schon so ein bisschen Benzin im Blut hat, dann... Ja, das ist bei uns in der ganzen Familie so. Ja, geil. Dann wünsche ich dir heute viel Spaß, obwohl du wahrscheinlich dann mit R3 und M3 nicht die große Überraschung hast, oder? Nö. Komm ruhig näher! Komm ruhig noch näher! Du bist gerade die erste Runde gefahren, wie war's? Sehr geil, sehr geil. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Servus. Servus, hi. So, also, ich habe dich jetzt gerade mal hier so ein bisschen beobachtet und du bist sehr, sehr weit runtergekommen. Wie lange fährst du denn schon? Knapp 2 Jahre, ja. Okay, 2 Jahre. Sieht man auf jeden Fall, aber das Training bringt dir trotzdem was, ne? Auf jeden Fall, davor kam ich nicht so weit runter. Also jetzt auch mit der Blickführung auf der Querspange und was ist deine Meinung, was ist dein Highlight jetzt heute mal gewesen? Highlight war auf jeden Fall die GP-Strecke. War echt. Also der Corso? Ja, war echt geil. Und welche Spitzengeschwindigkeit bist du da so gefahren? Maximal 120. Also es war auch nur kurz, weil waren ein paar Kriecher vorne dran, aber das gehört halt dazu. Ja, das gehört dazu. Und im Endeffekt, wir sind dieses Jahr auf jeden Fall schneller irgendwie gewesen, habe ich das Gefühl gehabt, als letztes Jahr. Und aber dieses Jahr ist das Wetter auch auf jeden Fall viel, viel besser. Also Highlight des Tages von dir, GP-Strecke. Und was machst du jetzt hier noch so? Ich darf die R3 noch 2-mal Probe fahren und dann noch einmal mit meiner. Ja, da hast du auf jeden Fall noch einiges vor dir bei der Hitze. Trink viel und dann... Viel Spaß, wir sprechen uns gleich nochmal. Ja. So, jetzt habe ich hier auch mal eine weibliche Teilnehmerin. Wie fühlst du dich hier bei diesem Event? Ich fühle mich sehr, sehr wohl und es macht mir auf jeden Fall sehr, sehr Spaß, ja. Was war dein Highlight heute? Mein Highlight war hinten, ich weiß nicht, wie das heißt, die Querspange. Die Querspange mit der R3 dann da aufzudrehen, ja. Okay, warum? Ich weiß nicht, weil die 125er nicht so zieht. Sie zieht nicht so wie die R3 einfach. Und was würdest du dir so als nächstes kaufen? Ich überlege halt zwischen der R3 und der CBR 500R, aber ich weiß es nicht. Die R6 geht ja nicht mehr. Leider, durch diese doofe Regelung mittlerweile. Und beim GP-Corso bist du manchmal direkt hinter mir gefahren, in der ersten Gruppe. Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass es zu schnell war oder? Nein, nur du hast mir schon ziemlich Gas gegeben und mit der 125er ist schwer nachzukommen, aber... Ja gut, ich hatte auch die R3, das war da ein bisschen unfair, das stimmt. Aber wir hatten keine andere Möglichkeit. Gut, also, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß und komm gut nach Hause. Sagen Leute, wir fangen uns mal ein paar Stimmchen ein von den Leuten. Und zwar hier die Leute, die sitzen hier, trinken Wasser. Hör mal, wolltest du hier nicht Motorrad fahren? Ja doch, aber wir haben gerade Pause.
Das war das 125-Event. 2017, es war wieder richtig geil. Das Wetter war bombastisch, Sonnenbrand. Wir hatten um die 30 Grad hier und die Mopeds, ja, sind fast abgeglüht. Also manche Mopeds wurden auch tatsächlich zu heiß. Eine ist leider auch heute kaputt gegangen. Aber ganz ehrlich, es hat sich während des Trainings keiner hingelegt. Es gab nur einen kleinen Unfall, beziehungsweise kleine zwei bei dem Rundkurs auf der Grand Prix-Strecke. Ansonsten war wieder alles glimpflich, keiner hat Verletzungen mit sich getragen. Hier fahren jetzt gerade noch so ein paar ihren letzten Turn. Ja. Ne? Leute, das war 125-2017 hier am Morgen am Ring. Morgen ist ein zweiter Tag, den wir aber nicht mehr mitverfolgen werden. Wir bedanken uns bei allen, die es möglich gemacht haben. Motorrad-Action-Team, Yamaha Deutschland und allen, die hier irgendwie mitgewirkt haben, die Instruktoren. Ja, wahnsinns Event für ja, 125er-Fahrer. Für kleines Geld, viel mitnehmen, perfekt. So muss es doch sein. Leute, haut da rein, bleibt da geil und bis zum nächsten Mal. Und falls ihr mal angucken wollt, wie wir mit der R6 und der R1 über den Hockenheimring gefahren sind, dann guckt das nächste Video an. Ja, ciao. Rein.